Ich glaube, wir haben gerade das Raum-Zeit-Furz-Kontinuum vollständig vernichtet. Wo sind wir jetzt, Connor? In der Zeit, in der ein Superheld geboren wurde. Erkennst du diesen Ort neuer? Ein kleines Kind, das im Bett liegt und nicht schlafen kann. Was wollen die hier? Neuer? Das ist jene Nacht, in der dein Dad deine Mom fickte. Du gingst zum Spiegel. Tu ihn das nicht an. Das wollte er doch immer. Seine Vergangenheit umschreiben. Oh, oh. Du hörtest deine Mom schreien und gingst auf den Flur. Bleib hier. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Klar kannst du das. Sieh nach. Ich muss. Ja, verstehst du jetzt, Neuer? Ich gebe dir eine neue Chance. Was wirst du tun, Neuer? Gegen die Bösen kämpfen oder gegen dich selbst, um nie sehen zu müssen, was im Zimmer deiner Eltern passiert? Die Bösen? Hey Mann, wir sind nur Follower. Was? Du bist doch dieses Kind mit einer Fantastillion Follower, oder? Wir dachten, wenn du uns addest, dann würden wir vielleicht Freunde finden. Weil wir haben eigentlich keine Follower. Kannst du uns bitte adden? Oh Mann, oh Mann. Oh, aber gerne. Moment. Unser Moment ist endlich gekommen! Wow! Ja, jetzt erinnere ich mich wieder daran. Ich wäre dann mal bereit. Das waren gar keine Einbrecher, das waren Freunde. Oh Mann, ich bin einfach... Percy, Jesse und James. Wir haben es geschafft! Ich bin so glücklich. Das war für vorhin, du Arschloch. So. Oh, hey, mein Schatz. Alles okay? Geh wieder ins Bett, Schätzchen. Daddy und ich sind beschäftigt, okay? Geschafft. Du hast deinen Dad aufgehalten und deine Mom gerettet, Neuer. Haha, genau. Und jetzt ist niemand mehr da, um mich aufzuhalten. Auf in eine andere Zeit. Nein, Connor. Wer bist du? Ich bin Kuhn. Das ist ihr Kind aus der Zukunft. Unser Kind aus der Zukunft? Oh Gott, ich hab gewusst, dass sowas passiert. Unser Kind weiß, dass wir gelogen haben und will eine Erklärung. Du hast recht. Wir waren unehrlich. Aber nur, weil wir dich beschützen wollten. Die Wahrheit ist, deine Mom und ich haben gewisse Fähigkeiten. Kräfte, die normale Menschen nicht haben. Ich habe meine entdeckt, als ich noch jung war. Ich habe eines Tages ein Facebook-Profil angelegt und ein paar Stunden später hatte ich über 3 Millionen Follower. Meine Kräfte sind ähnlich, aber sie funktionieren nur bei Instagram. Ich hatte 4 Millionen Follower, als ich mein erstes Bild gepostet hatte. Natürlich bleiben solche Kräfte nicht lange unentdeckt. Kurz darauf wurden deine Mutter und ich von der Regierung entführt. Dann haben Wissenschaftler monatelang an uns herumexperimentiert, um herauszufinden, wie wir so schnell so viele Follower bekommen konnten. Da haben dein Dad und ich uns kennengelernt und verliebt. In einem kalten, feuchten Regierungslabor. Ja, am Tag führten sie Experimente durch. Und in der Nacht liebten wir uns. So vereinten sich ihre Kräfte mit meinen. Und du hattest direkt nach deiner Geburt schon 10 Millionen Follower. Und als sie kurz darauf die Nabelschnur durchtrennten, warst du schon mächtiger als die gesamte Kardashian-Familie. Deshalb mussten wir fliehen. Weil wir wussten, die Regierung würde dich für schreckliche Dinge missbrauchen. Seitdem sind wir auf der Flucht, ziehen von Stadt zu Stadt und versuchen, ihnen immer einen Schritt voraus zu sein. Aber egal, wohin wir gehen, es hört nicht auf. Du sammelst automatisch Follower. Manchmal brechen sie sogar in unser Haus ein und benutzen unsere Toilette, um dir nahe zu sein. Deshalb haben wir Medizin in dein Essen getan, Spatz. Um deine Kräfte im Zaum zu halten. Aber es hat nicht funktioniert. Eine Nebenwirkung der Medizin ist, dass deine Fürze unglaublich mächtig sind und fürchterlich stinken. Tut mir leid, Schatz. Oh Gott, ich bin so erleichtert, dass wir endlich die Wahrheit gesagt haben. Ich auch, Schatz, ich... Ich glaube, ich kann mit dem Trinken aufhören. Und ich muss meine Probleme nicht mehr in Haschkeksen ersticken. Ach, Liebling, ich habe das Gefühl, unsere Zukunft wird jetzt ganz anders werden. Ich glaube an uns. Oh Gott, Katz. Wie geht es dir, Spätzchen? Jetzt, wo du die Wahrheit kennst, meinst du, dass du endlich auch an dich glauben kannst? Das kann ich, Mutter. Und ich weiß jetzt, wie ich die Welt rette. Komm schon, noch ein letzter Zeitfurz.
Ich glaube... Hallo. Wir sind wieder mitten in South Park. Aber wo sind die anderen? Und noch wichtiger, in welcher Zeit sind wir gelandet? Okay, dann legen wir mal los. Arschloch, da. Heute ist ein großer Tag für South Park. Die Stadt war echt lange Kacke. Aber endlich wird Mitch Connor als Bürgermeister vereidigt. Es ist mir eine Ehre. Begrüßen Sie mit mir Mitch Connor. Ein Mann mit richtigen Eiern, der die Scheiße endlich mal anpackt. Du hast es geschafft. Heute ist die Vereidigung. Wir können Mitch Connor immer noch aufhalten. Sehen wir es durch? Aber du bist Mitch Connor, du wahnsinnig... Ach, was soll's. Kleinen Moment mal bitte, bevor es weitergeht. Übrigens, ne, hier, ihr habt, glaube ich, schon mitgekriegt, ich habe das letzte Mal keine Abmoderation gemacht, weil ich habe jetzt hier einfach durchgespielt und gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht. Egal, ich wollte es nur mal erwähnen. Ist mir nicht entgangen. Aber ich wollte jetzt auch nicht den gleichen Fehler machen wie bei Mass Effect, hier irgendwie so eine 2 Stunden lange Finalfolge machen. Das ist ja auch doof dann irgendwie. Egal. Ich habe noch ein paar Sachen entdeckt und zwar einmal hier, da gibt es ein bisschen weniger Verbündetengesundheit, dafür mehr Gesundheitwiederherstellung. Das Ding hier, aber das ist ja eher wertlos. Was haben wir hier noch? Mehr Ulti-Wiederherstellung, mehr Rückstoßschaden, dafür weniger Statuseffektschaden, obwohl das eigentlich ziemlich krass ist. Also Ulti-Erholung ist sowieso, finde ich, mit das Wichtigste, was man haben kann. So, Rückstoßschaden habe ich echt sau viel. Mal gucken, was gibt's hier noch? Hier gibt's noch ein bisschen mehr Statuseffektschaden. Gibt's noch mehr Ulti-Erholung? Ja, und hier auch. Okay, dann nehmen wir doch einfach mal das hier. Hier noch was. Das ist Ulti-Erholung und Statuseffektschaden. Ich hätte eigentlich gerne Statuseffektschaden noch ein bisschen mehr. Das Teil hier zum Beispiel. So. Okay. Hier noch was Neues. Ultimativkraft aller Verbündeten sind 25% effektiver. Lol. Okay, dann nehme ich das mal. Alles klar. Mit 740 Macht. Moment. Eine Sache muss ich noch ausprobieren. Ich muss es einfach nochmal mich davon überzeugen, dass es wirklich nicht mehr geht. Da lang. Er ist weg. Es geht wirklich nicht mehr. Verdammt. Na gut, okay, gut, dann mache ich die Lösung mit der Sonderfolge, ne? Also ich spiele das Spiel hier einfach nochmal, so nebenbei, und sobald ich an der Stelle bin, dass ich Morgan Freeman verprügeln kann, dann nehme ich das auf und lade es nochmal als extra Video hoch. So. Da lang. Ja, ich komme ja schon. Aber jetzt ist erstmal Zeit, Mitch Connor ein für alle Mal aufzuhalten. Den Wichser noch aufhalten. Da ist er. Leute, ihr lebt noch? Oh Gott sei Dank. Mitch Connor wird gleich vereidigt. Kommt, wir müssen ihn aufhalten. Du gehst nirgendwo hin, du Dreckskerl. Gib endlich zu, dass du dahinter steckst. Ich bin nicht auf Mitch Connors Seite, Leute. Hör auf! Du bist Mitch Connor. Gib's zu, Cartman. Nein, bin ich nicht. Gib's zu. Nein, Kyle, ich hab keine Kontrolle über Mitch Connor. Du bist Mitch Connor. Du warst immer Mitch Connor. Und du hörst jetzt sofort mit dieser Scheiße auf. Und wie erklärst du dann das, Kyle? Was? Sieh an, die Sache wird langsam interessant. Das ist nicht lustig, Kyle. Das bin ich nicht. Alter, fick dich. Was ist los, Kuhn? Kein glückliches Händchen? Kyle, lass den Scheiß. Wieso bist du sauer? Weil er uns was vorspielt, deswegen. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist deine scheiß Hand, Arschloch. Hör auf, mich zu trollen. Inwiefern trollt er dich? Er will mir eine Lektion erteilen, dass man Freunde nicht verarscht. Halt, du gibst also zu, dass du uns was vorgespielt hast? Der Arsch will mir anhängen, dass ich euch getrollt hab. Genau das habe ich gewollt. Die Kuhn-Freunde gehen sich an die Gurgel. Alter, verarscht du uns? Tja, vielleicht. Und vielleicht hat Cartman das gleiche Spiel getrieben. Gibst du es zu, Cartman? Seht ihr? Das ist doch der Beweis, oder? Ich habe keine Ahnung. Wie doch ein Hauch von Misstrauen ein Team auseinanderreißen kann. Na, Freedom Pals, wen greift ihr an? Mich oder den Kuhn? Hehehehe.
Ich verstehe gar nichts mehr. Deswegen geht jetzt einfach mal der Kampf los hier. Hör auf, Kyle. Der Scheiß ist nicht witzig. Alter, ich bin das nicht. Bullshit. Was ist, Kuhn? Freust du dich nicht, mich zu sehen? Fick dich, Kyle. Okay, also die beiden kämpfen jetzt gegeneinander? Dieser Lauf der Ereignisse hat sogar mein Superhirn verwirrt. Neue Regel, wenn ich Schaden nehme, kriegt den der Kuhn. Was? Au, fuck. Statuseffekte auch. Was soll der Scheiß? Mitch, hör auf, das ist grausam. Sorry, Humankind, so sind die Regeln. Du mieses Schwein. Ich bin drin, okay. Ja, aber warum greifst du jetzt? Ja. Ich versteh's. Ich verstehe einfach nichts mehr. Ich verstehe einfach nichts mehr. Ich verstehe echt gar nichts mehr. So, pass auf. Du bist jetzt auf meiner Seite. So. Gut gemacht, Freedom Pal. Ah, das war natürlich immun gegen. Kalt, das ist super schräg! Alter. Na, wen greifst du an, Freedom Pal? Müssen wir das jetzt wirklich tun, Kyle? Greif dich ich an! Das nicht. Ah. Verdammt, was ist hier los? Oh, tut mir leid, Kyle, aber das ist deine Schuld. Ich glaube, du wolltest den Kuhn treffen. Hör auf zu schummeln, Kyle. Das bin ich nicht, Alter, das ist Mitch. Alter. Na gut, okay, ich muss was irgendwie... Was ist mit dir, Freedom Pal? Wer von uns ist der wahre Schurke? Mist! Gut, dann greife ich jetzt Cartman an, verdammt nochmal... War das jetzt der richtige? Ich mache euch jetzt einfach beide Nein. Platz, so, nur um sicher zu gehen. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ja, du tust dir nur selber weh. Ich kann das aber auch nicht mit irgendwelchen Zeitfetzen verhindern. Greifst du den Kuhn an? Mann, Deflektorschilde zählen nicht, Kyle. Alter, sprich zu der Hand! Okay, ich kann's doch. So, da kriegt ihr jetzt nochmal mit F nochmal mit meinem Ich aus der Vergangenheit zu tun. Furzlord hat jetzt auch einen Lakaien, cool. Ja, habe ich. Sips auf. Wenn ich nämlich das mache, treffe ich euch beide und dann ist zumindest erstmal Cartman da. Ich bin hier nicht so. Der Böse. Alter, fuck, Leute. Das ist unfair. Genau. Sieh an, so sehen wir uns wieder. Mitch aus dem alternativen Universum. Gott, verfick nochmal! Was zur Hölle ist mit euch los? Daneben. Ich war die ganze Zeit da drüben. Leute, wollen wir nicht einfach weggehen und ohne die zwei Ficker weiterspielen? Du Mitch Connor nicht kontrollieren? Ach. Sagt ihr mir jetzt, dass ich der echte Mitch Connor bin? Nein, tu ich nicht. So. Das gibt garantiert eine Narbe. Alter, ihr seid so ein Haufen Arschlöcher, echt. So. Lass mal Kyle down. Wahrscheinlich ist es genauso, wie die gesagt haben. Kyle hat sich einen Mitch Connor auf die Hand gemalt, um Cartman eine Lektion zu erteilen. Der echte Mitch Connor ist unbesiegbar. Witzig, das wollte ich gerade zu dir sagen. Dann komm, du Blender. Was ist denn hier los? Oh, nächstes Mal zieh nicht so fest! Du weißt nicht, wie der geschieht, aber es war definitiv der Kuhn. So, pass auf. Sprungkick! Seid ihr jetzt zufrieden? Das hat mir nichts abgezogen. Hey, du blutest. Ah, oh, Alter, jetzt kommt der Cheater wieder. Der ist cool. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen jetzt sehen, dass du dich heilst. Meine Fresse, noch eins. So, Heilung für alle. Danke sehr. Aber dagegen ist er immun, ne? Du haust dir echt voll auf die Kacke. Ja, immer noch. Okay, ich dachte, es wäre vielleicht nur das Deflektorschild, was das ihn dagegen immun macht. Gefallen. Und du brennst vielleicht... Jetzt. Alter, alle vielleicht... Flashmob? Ich vielleicht müssen wir die beiden
gleichzeitig ausschalten irgendwie? Auf irgendeine Art? Cleveres Kerlchen. Vielleicht, wenn wir Jimbo oder so jetzt rufen Wie, und machen bitte? Die beiden gleichzeitig alle. Ich war noch nicht bereit, also zählt das nicht. Und du wirst schwerfällig. Attacke! Da. Jetzt wird gekunt. Das ist echt das totale Chaos. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier noch sagen soll. Übrigens, ich brenne immer noch, Leute. Euer Boss verbrennt hier. Das hat nicht gezählt. Du bist nicht mein Boss. Hör auf, sonst breche ich dir die Scheißhand. Ach, Alter, okay, überspringen den Zug. So, warte mal, ich höre jetzt mal. So, ja, ich rufe die beiden jetzt mal. Irgendwie muss das hier doch mal gehen. Der kann doch nicht jeden Zug von mir negieren. Es kommt direkt auf uns zu. Ja, Mitch Connor kommt direkt auf uns zu. Jetzt ballert ihn ab. Frack, raus! Okay, das war ziemlich cool. Gute Nacht. So einfach geht das nicht, Freedom Pals. Langsam wird's total behindert. Find ich auch. Die einzige Art, das zu beenden, ist, beide zu besiegen. Moment, was? Moment, Moment. Dr. Timothy sagt nicht schummeln. Das wird wehtun. Alles okay, Chaos? Nicht wirklich. So, alles klar. Du wirst jetzt erstmal bluten. Rups. Das reicht nicht, um mich auszuschalten, Freedom Pals. Tschüss, ich aus der Vergangenheit. Das nochmal kurz brennt. So, Cartman. Ich kann nochmal die Dornen rufen. Ach, die sind im Arsch. Zeigen wir es den Scheiß-Trollen. Ja, den zeigen wir es. So, alles klar, der ist jetzt fast tot. Jetzt würde ich ihn quasi einfach mal kurz lassen. Und den anderen Jim und Kite. Sag Bescheid, bevor du das nochmal machst. Runterkriegen. Moment. Okay, gut, nee. Dann machen wir es einfach so. Dann beendet Mysterion jetzt die ganze Kacke hier. Und ihr beiden fahrt zur Hölle! Mysterion, der Held, den diese Stadt verdient. Nice. Theaterschminke. Tränen eines Corners. Und $10. Alter. Es reicht jetzt. Hör endlich auf damit, Kyle. Hör du damit auf, Fettarsch. Sag ihnen endlich, dass du mich nur verarscht hast, sonst hören die nie auf, uns zu verdreschen. Alter, Kyle, wenn du uns nur verarschst, dann sag's bitte jetzt. Langsam blickt keiner mehr durch. Wenn ich euch verarschen würde, dann eher genauso. Na gut, vielleicht gebe ich's ja zu. Ich gebe zu, dass ich euch verarscht habe. Aber nur, wenn Kyle es zuerst zugibt. Ich gebe überhaupt nichts zu, bevor er nichts zugibt. Du zuerst. Na gut. Okay, wir geben es beide gleichzeitig zu, okay? Auf drei sagen wir beide, ich hab euch verarscht. Okay? Na gut. Okay, gut. Eins, zwei, drei. Ich hab euch verarscht. Hereingelegt. Du Arschloch! Und schon zu lange hat unsere schöne Stadt eine saublöde Schlampe als Bürgermeisterin, die nie das Verbrechen bekämpft hat. Und jetzt wird Mitch Connor! Okay, okay, genug gequatscht. Macht mich endlich zum Bürgermeister. Das ist Mitch Connor! Los, Beeilung, vereidigt mich. Okay, um mit der Amtseinführung zu beginnen, würden Sie bitte Ihre rechte Hand heben, Mr. Connor?
Ich schwöre feierlich. Ich schwöre feierlich. Halt! Halt, stopp! Nein! Was ist hier los? Machen Sie mich zum Bürgermeister! Alle mal herhören! Das ist alles nur ein Trick, um das Verbrechen anzukurbeln. Damit das Coon-Franchise erfolgreicher wird als das Freedom Pals-Franchise. Man hat Katzenpisse in die Drogen und den Alkohol gemischt, damit es mehr Verbrechen gibt, die Coon bekämpfen kann. Das war alles der Plan von diesem Wichser. Mitch Connor reitet auf einem fetten Waschbären. Nein, kapiert ihr es nicht? Er ist an allem schuld. Los, zeig ihnen das Selfie, das du gemacht hast. Aber liebend gern. Ja. Kleinen Moment. Da ist es. Gut, lade es mir hoch, dann stelle ich es auf Connors Instagram-Account, damit es alle sehen können. Alles klar. Hochladen. Und zack, tschüss, hey, Connors. Mitch Connors Plan? Hey, das stimmt wirklich. Du meinst, er hat Gift in unseren Wein und unser Kokain getan? Warum? Ja, warum? Ich sag euch warum. Weil der Neue nicht der Einzige mit einem gefickten Elternteil ist. Mein Dad wurde gefickt, als ich 9 war. Was? Nur 2 Leute auf diesem Podium wissen, wie das ist. Jetzt lass den Scheiß! Psst, ich will das hören! Ich werde meinen Vater rächen. Und wenn alle anderen dafür sterben müssen. Mitch, es ist vorbei. Mom, was machst du denn hier? Ich bin schon die ganze Zeit da. Du bist nicht schuld, Sohn. Ich bin schuld. Was soll das heißen? Ich war es, Mitch. Ich habe deinen Dad gefickt. Wow! Was? Du hast meinen Dad gefickt? Warum? Ich habe das für uns getan. Du solltest eine Zukunft haben. All die Jahre jag ich die Person, die meinen Dad gefickt hat, und dann war es meine Mutter? Bleib ganz ruhig, Mitch. Fick dich, Kuhn! Du bist vielleicht cool, aber das ändert auch nichts. Wie war das, Mom? Hm? Hast du ihn dabei in die Augen gesehen, als du ihn gefickt hast? Mitch, das ist schon so lange her. Für mich nicht. Ich denke jeden Tag dran. Vergib ihr, Mitch. Bitte sag mir, dass ihr ihm das nicht abkauft. Dafür werde ich dich umbringen. Dann bring mich um, Mitch, bitte. Bring du mich um, ich kann nicht mehr. Ich bring dich um, du bringst mich um. Nein, ich bring dich um. Also, zum Glück wird dieser Typ nicht Bürgermeister. Kommt mit, Leute! Wir besorgen uns in der Nachbarstadt saubere Drogen und Alkohol! Ja! Ja! Was für eine Psycho-Scheiße, okay. So, ja, Leute, ich gehe jetzt mal davon aus, das war jetzt wirklich das definitive Ende von South Park The Fractured Butthole. Es ist wirklich so krank. Und es endet halt einfach wie so eine ganz typische South Park-Folge. Am Ende ist einfach alles egal. So, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das Spiel mega geil. Ich habe noch nicht mal alle Fähigkeiten ausprobiert, glaube ich. Obwohl ich das eigentlich gesagt habe, dass ich das machen will. Aber gut, okay, komm. Ist natürlich auch doof. Also ich weiß auch nicht. Ich bin da jemand. Ich sag halt... Ich weiß nicht, was ich dazu denke, komm. Ich will nur sagen, ich fand es echt geil, wie viele Möglichkeiten es hier gab, so seinen Helden zu gestalten. Alleine diese ganzen Auswahlmöglichkeiten für den Charakterbogen, die zwar logischerweise nicht wirklich eine Auswirkung hatten, aber alleine schon, dass du das halt einstellen kannst, was für eine Religion du hast, aus diesen ganzen Religionen, die es da halt gab. Und ja, diese vielen Fähigkeiten, die du dir halt frei zusammenstellen konntest, das war wirklich, muss man sagen, hat eine Freiheit geboten, die einige Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe, so ein bisschen vermissen ließen. Also, ich fand das echt cool gemacht, einfach alles. Auch die Kostüme, wie das halt gestaltet war, es war halt alles wirklich genauso gemacht, wie kleine Kinder das halt machen würden. Oh, und es gibt noch eine After-Credit-Scene. Ich dachte, sowas gibt's nur bei Marvel. Du bist das Kitzelmonster. Nein, du bist das Kitzelmonster. Oh, hallo, Schatz. Warst du mit deinen Freunden spielen? Ist das nicht eine tolle Stadt? Ich finde es toll hier. Ich bin froh, dass wir damals reinen Tisch gemacht haben, was unser Kind angeht. Ich fühle mich, ich weiß nicht, als ob unser Leben jetzt irgendwie anders wäre. Ich liebe dich. Und ich liebe dich. Sag mal, würdest du uns einen Moment entschuldigen? Mami und Daddy müssen oben etwas erledigen, weißt du? Oh, du kleiner Schatz. Gerne doch. Tu's nicht.
Dachtest du wirklich, du könntest verhindern, dass schlimme Dinge geschehen? Begreifst du nun endlich, dass das Chaos dich immer einholt? Du hast versucht, ein Held zu sein. Lass doch mal deine dunkle Seite raus. Es gibt nur eine Wahrheit in diesem Leben, weißt du? Ganz egal, wie sehr du versuchst, die Vergangenheit zu ändern. Dein Dad hat immer deine Mom gefickt. Alles klar. Cool. Okay, also ich mach's jetzt nochmal kurz, ehe ich hier allzu viel rumstammel. Ich fand das Spiel mega riesengeil. Ich fand praktisch fast alles daran gut. Die einzige Ausnahme bildet dieser scheiß Bosskampf gegen den Fettklops Kyle Schwarz. Jetzt mal ohne Scheiß. Dieser Kampf war so nervtötend und ach komm, ich will nicht mehr drüber reden. Also ich bin einfach froh, dass dieser Bosskampf jetzt hinter mir liegt und dass ich den nie wieder... Ach scheiße, ich wollte ja noch die Sonderfolge mit Morgan Freeman... Ah nee, warte mal, das war ja davor. Also wenn ich praktisch Morgan Freeman bekämpfen will, muss ich das machen, bevor ich zu Dr. Mephistos Labor gehe. Okay, sehr gut, dann kann ich mir den Bosskampf schenken. Dann vergesst, was ich gesagt habe, ich werde diesen Bosskampf nie wieder machen. Gut. Ich würde mich jetzt noch freuen, wenn ihr mir ein allerletztes Mal, zumindest was das Hauptspiel angeht, eine Bewertung da lasst, denn ich werde hier definitiv alle DLCs noch spielen, die kommen. Und es kommen noch ein paar, ich habe ja den Season Pass auch. Und ja, ihr könnt mir mal schreiben, was ihr so insgesamt von dem Spiel gehalten habt, von dem Let's Play gehalten habt. Das würde ich mich wirklich riesig freuen, da ein bisschen was drüber zu lesen, über eure Meinung. Ja, ansonsten, also das nächste, was hierzu kommen wird, ist, wie gesagt, ich mache nochmal so ein kleines Sondervideo mit dem Bosskampf gegen Morgan Freeman. Und danach sehen wir uns hier in den DLCs wieder oder dann vielleicht in einem anderen Let's Play. Ich hab mich noch nicht hundertprozentig festgelegt, was ich als nächstes mache, aber naja. Es wird wahrscheinlich auf jeden Fall wieder ein Rollenspiel. Könnt gespannt sein. Okay. Haut rein, Freunde. Achso, ich lasse übrigens die Credits noch durchlaufen, aber ihr könnt jetzt abschalten, wenn ihr wollt.